Ja, hallo, ich grüße euch, meine lieben Damen und Herren. Heute mal das Thema Handle und denke wie ein Unternehmer. Doch zuallererst möchte ich euch hier mal ein Getränk vorstellen. Und mein Arzt hat mir empfohlen, weniger Kaffee zu trinken. Dann würde ich auch nachts besser schlafen können. Da habe ich mir gedacht, dann trinke ich einfach mal weniger Kaffee und mehr Kaffee plus Ramazzotti. Das ist nämlich hier ein Espresso mit sozusagen zwei, drei Tröpfchen Ramazzotti drin und kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wir testen es jetzt gleich mal aus hier. Oh mein Gott. Also wenn ihr mal wirklich down sein solltet, wirklich unten, aus welchen Gründen auch immer in eurem Leben, verzweifelt, Krise, kein Job, Kurzarbeit, Kundenverlust, was auch immer. Dann würde ich euch wirklich mal so ein Getränk empfehlen. Einfach nur ein paar Tropfen Ramazzotti in euren Espresso reingeben und die Welt sieht danach wieder völlig anders aus. Ja, heute mal ganz kurz. Naja, wir können ja noch ein bisschen die Kamera noch ein bisschen besser. So, man sieht ein bisschen besser von mir. Ja, warum meiner Meinung nach, und ich glaube, das ist nicht nur meine Meinung, jetzt in einer Krisensituation wie jetzt, wichtiger denn je ist, wie ein Unternehmer zu denken, zu handeln und vorauszuplanen. Ich verweise hier gerne auf einer meiner Videos, die ich bereits 2016 zu diesem Thema gedreht habe. Vielleicht blende ich das hier noch mal ganz kurz ein. Ja, was ist so unterschiedlich zwischen einem Selbstständigen und einem Angestellten? Ich möchte jetzt gar nicht mal so weit, so groß von Unternehmertum sprechen, weil die allerwenigsten sind eher in der Situation, dass sie ein großes Unternehmen führen. Also das ist eher die Minderheit. Die Mehrheit ist eher so ja, selbstständig, beziehungsweise eben die noch viel größere Mehrheit ist angestellt. Ja, und ja, was soll ich dazu sagen? Selbst als ich noch, ich war vorübergehend auch immer mal ab und zu mal wieder angestellt und selbst als ich angestellt war, habe ich eines nie getan. Mich, und zwar vom Mindset her, vom Kopf her, mich wie ein Angestellter verhalten. Ich habe selbst als Angestellter immer wie ein Unternehmer im Unternehmen gearbeitet, gedacht und gehandelt. Das heißt, ich habe immer so gearbeitet, als wäre das Unternehmen, bei dem ich angestellt bin, mein eigenes. Und damit meine ich jetzt nicht, ja, ich bin jetzt hier der Boss, ja, sondern damit meine ich, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, geht es mir schlecht und wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es mir gut. Und es bedeutet nicht, dass du jetzt in jedem Unternehmen unbedingt für deine Tätigkeiten oder für dein Engagement eins zu eins immer gleich entlohnt wirst. Ja, in vielen Unternehmen wirst du einfach auch ausgequetscht wie eine Zitrone, sind wir mal ganz ehrlich, ja, von mir zu dir. In vielen Unternehmen wirst du einfach auch fallen gelassen, in vielen Unternehmen wirst du ja, gemobbt und was weiß ich alles, also auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und es ist mir letztendlich auch nicht häufig nicht anders ergangen, aber das ist alles Popelkram, das ist alles Kindergarten. Denn für dein Leben ist es nur wichtig, dass du die Einstellung hast vom Kopf her, wie die eines Selbstständigen. Und ein Selbstständiger zum Beispiel, was ist denn da der große Unterschied zwischen jetzt einem Mindset, was die meisten zumindest haben im Angestelltenverhältnis, zu einem Selbstständigen? Die meisten in einem Angestelltenverhältnis haben letztendlich grundsätzlich mal drei verschiedene, grundsätzlich verschiedene Mindsets. Zumindest, ich würde mal sagen, ich habe jetzt keine Meinungsumfrage gemacht der gesamten deutschen Bevölkerung, aber was jetzt die 10, 20, 30 oder hunderte vielleicht sogar von Leuten, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, bei denen es mehr oder weniger immer der Fall war. Ein Angestellter hat im einen, wie viele Stunden am Tag muss ich arbeiten? Ja, das ist ein Angestellter, der zählt immer die Stunden. Da stellt sich immer die Frage, okay, wenn ich einen Vertrag unterschrieben habe von 9 to 5, dann ist das mein Richtwert. Ja, dann ist das mein Richtwert, das sind 7, das sind 8 Stunden am Tag. Und wenn es darüber hinausgeht, dann schaue ich, okay,
lohnt sich das auch wirklich noch, ja. Und wenn ich ein bisschen weniger zu tun habe, ja, dann muss ich eben die Zeit ein bisschen auffüllen, ja, dass die 8 Stunden voll sind. Das hat mich auch immer so genervt. Ich hatte auch teilweise war ich im Angestelltenverhältnis, wo ich schon viel früher war, fertig war mit meiner Arbeit und wollte mir dann zusätzlich Arbeit suchen, weil es eben so langweilig war. Und dann haben das die anderen Angestellten gar nicht so toll gefunden, ja, zum Beispiel, und so weiter und so weiter. Aber das ist mal das Erste. Ein Angestellter, der denkt immer in 9 to 5, ja, immer in Zeit, ja, weil es ist ja auch so, du hast einen Vertrag unterschrieben, da steht drin, ja, ich muss 35, 30, 40 Stunden arbeiten und das ist halt schon mal ein großer Unterschied und der dir auch dann zum Nachteil wahrscheinlich wird. Auch wahrscheinlich in der Zukunft werden könnte, ja, weil vieles in der Zukunft eben nicht mehr auf Zeit basiert, sondern eher auf Ergebnis basiert ablaufen wird, ja, im Zuge der Digitalisierung auch, ja. Vieles wird mit sogenannten Hebeln passieren, ja, also auch in der Wirtschaft, in der Industrie, als auch in der Dienstleistungsbranche, im Handel, überall, ja. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo Verkäufer bist und verkaufst irgendwie Küchen und so weiter, ja, dann geht es einfach war schon immer so, dass es eben darauf ankommt, welche Ergebnisse lieferst du und nicht wie viel Zeit du investierst. Und das wird jetzt in anderen Branchen auch dann so sein. Das Zweite ist, dass du als Selbstständiger grundsätzlich immer das Mindset hast, als gesunder Selbstständiger natürlich. Der ein gesundes Business hat oder ein gesundes Mindset, dass du immer für Ausfälle selbstverantwortlich bist. Ja? Das ist das zweite große Mindset, das Unterschied, dass ein Angestellter sich immer auf sozusagen die Schuld immer gerne auf andere schiebt, ja, und sich dann verlässt auf das System, dass die sozusagen aus welchen Gründen auch immer er mal entlassen werden sollte oder er sich einen anderen Job sucht und da es irgendwie eine Lücke entsteht, immer auf andere Leute sozusagen dann sich verlassen kann, die halt sozusagen diese Lücken dann auffüllen. Ja? Also sei es jetzt halt aus dem System heraus oder aus irgendwelchen ja, sogenannte so Headhunter, ja, die für ihnen den Job übernehmen, sich sozusagen, dass sie sich nicht selber darum kümmern muss, nicht selber darum kümmern muss, selber einen Job zu finden wieder. Ja? Der dritte große Unterschied ist einfach, dass du letztendlich als Angestellter sehr, sehr leicht in Konsumfallen mit reindringen lässt. Ja? Also es ist ja so, dass du sozusagen vermeintlich sicher bist oder auch in den Augen einer Bank, ja? Wenn du jetzt ein gewisses Maß hast also du hast zum Beispiel die Probezeit überstanden. Ja, das sind gerade mal 6 Monate Probezeit hier Standard in Deutschland. Dann wirst du schon von deiner Bonität her, ja, ist ganz bizarr, ja, von der Bank her in eine gewisse Bonität gesteckt, dass du ganz andere Kreditwürdigkeit hast. Ja, obwohl du, ach, was habe ich schon erlebt, ja, dass du, wie viele Leute ja in der Probezeit bestehen und dann kurz nach der Probezeit eben entlassen werden. Ja, weil in der Probezeit man sich eben anders verhält, als wie wenn die Probezeit vorbei ist. Ja? Ganz anderes Engagement, also sozusagen das wahre Ich, ja, der wahre Kern des Angestellten oder des Mitarbeiters, ich habe es auch schon oft erlebt in Teams, die ich geleitet habe, dass sozusagen, sobald die Probezeit vorbei war, der Mensch sich komplett geändert hat, ja, war plötzlich nicht mehr so höflich, ja, oder so fleißig oder was auch immer, war einfach eine andere Person. Ja, und der hat sich dann umso mehr sozusagen gewundert, wie schnell er dann doch wieder gekündigt wurde. Ich habe das schon so oft miterlebt, ich meine, ich bin jetzt auch schon ziemlich lange unterwegs. Trotz dieser, obwohl doch die Probezeit bereits abgelaufen war, ja, das hat überhaupt gar nichts zu sagen. Aber in den Augen einer Bank steigt die Bonität enorm an. Ja. Das sind halt einfach Kreditrating-Systeme, die dahinter stehen. Nur mal als Beispiel, die wurden halt erfunden von irgendwelchen Menschen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, so wie Dr. Krall oder anderen Leuten irgendwann mal. Und ja, die aber halt einfach nur irgendwelche Systeme sind von Menschen erfunden und auch nicht perfekt.
Und als Selbstständiger hast du dieses Mindset von vornherein nicht. Als Selbstständiger stehst du jeden Morgen auf und fragst dich, was kann ich heute für meinen Kunden noch besser machen? Ja? Warum? Weil ein Kunde einfach einmal kurz, egal Vertrag oder nicht Vertrags, mit einem Fingerschnippen weg ist. Ja? Dann hast du einfach ein Ausfall. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Der Kunde gewinnt immer. Der Kunde ist immer König. Und unterm Strich, natürlich muss man sich an Vertragsrichtlinien halten und so weiter. Aber wenn du die Leistung nicht bringst, hat ein Kunde immer das Recht, sofort abzuspringen. Ja? Mit anderen Worten, selbstständiger Mindset, lebst du immer von Tag zu Tag sozusagen. Und hast nie die Zeit, dich auf irgendwas auszuruhen, auf irgendwelche Erfolgserlebnisse, auf irgendwelche Lorbeeren und sonstiges. Ja? Als Angestellter, na, wenn du mal so eine gewisse Zeit irgendwo warst, na, und es läuft und so weiter, dann denkst du dir, ja, ist alles sicher und so weiter. Und bist halt grundsätzlich vielleicht in so einem Wattebausch, der vielleicht auch gar nicht existiert. Ja? Und du als Folge daraus overleveraged du dich vielleicht, ja, dass du einfach zu viel Kredit aufnimmst, dass du einfach zu dünne Marge hast, ja, von dem auch du als Angestellter hast eine Marge, ja, also was eben reinkommt, was wieder rausgeht, das was hängen bleibt, ist eine Marge und wenn die negativ ist, dann hast du eine negativ ein Zombie-Unternehmen, ja, das sozusagen du bist oder deine Familie oder alles, was du halt finanzierst. Ja, und das wird auf Dauer nicht gut gehen. Noch viel, viel weniger gut gehen als wie in der Unternehmerwelt. Ja, weil du nämlich dann privat sozusagen dann irgendwann mal insolvent bist. Eine Privatinsolvenz ist nichts Lustiges. Ja? Da bist du dann sozusagen, wenn du in Privatinsolvenz gehst, mal auf 3 Jahre, darfst du kein Geld mehr verdienen. Ja? In der Regel hat das dann wieder persönliche Konsequenzen, sowas wie Scheidung. Ja, nicht gerade ohne. Ja. Und ich nehme an, dass im Zuge der Rezession, die jetzt dann auf uns zukommt und so weiter, wahrscheinlich auch ganz viele Menschen wahrscheinlich auch ja, in die Bredouille kommen werden und ja, wahrscheinlich so Scheidungsanwälte und so weiter auch wieder entsprechend mitverdienen werden. Ja, also es bleibt abzuwarten. Schauen wir mal, wie wir die Kurve kratzen. Auf jeden Fall, das waren mal so 3 Punkte, wo ich einfach sagen würde, ja, es ist wichtig, dass du selbst als Angestellter dir so ein Mindset anschaffst, wie eines Selbstständigen. Und es ist letztendlich nur für dich. Ja. Das hilft nichts. Ja, ich würde auch gerne irgendwie in der Hängematte an einem Strand liegen, irgendwo in der Karibik und den ganzen Tag nur Mädchen beim Hula-Hula-Tanz zuschauen. Aber ich bin halt normal noch kein Billionär. Ja? Und du wahrscheinlich auch. Nächstens wirst du dieses Video hier gar nicht schauen. Und da hilft einfach nur durchziehen, ackern, ja, und einfach auch intelligent schauen, wie kann ich mich transformieren. Wie kann ich die Digitalisierung nutzen? Ja, wie kann ich mich weiterbilden, etc. etc. Ich habe hier unten mal ein paar Links reingepostet, ein paar Bücher, ein paar coole, ja, so ein paar ein bisschen Zeug kannst du mal anschauen. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Daumen hoch und abonniere den Kanal. Bis dann, tschüss.